rein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter. Oh mein Gott, ich habe mich gerade wieder so erschrocken, dass ich gleichzeitig beide R3-Tasten gedrückt habe, R und L-Tasten gedrückt habe, so. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tomb Raider 2, der Remastered Edition. In der letzten Folge hatten wir ja die chinesische Mauer abgeschlossen und sind dann auch ziemlich schnell nach Venedig gekommen. Und ja, in Venedig haben wir leider schon sehr, sehr viel Leben verloren. Dementsprechend wird diese Mission jetzt ein wenig schwerer, weil wir sind zwar mittendrin in der Mission, aber wir haben keine Medipacks mehr und auch ziemlich viele Gegner. Das heißt, das wird jetzt eher eine Stealth- und Tricky-Mission. Dann müssen wir jetzt schauen, wie wir das am besten lösen. Welche Waffe habe ich denn eigentlich ausgewählt? Ich würde sagen, wir nehmen die Automatikpistolen. Und versuchen nochmal ein bisschen zu tauchen. Vielleicht? Lass mal schauen. In der letzten Folge sind wir hier hinten hochgeklettert. Was ist, wenn wir jetzt hier lang schwimmen? Der Typ hat uns vielleicht gesehen. Vielleicht aber auch nicht. Okay, da sind Minen oder Bomben. Was auch immer. Oh, er schießt schon. Er hat uns auch getroffen. Oh mein Gott. Okay, das könnte ziemlich tricky werden. Was ist, wenn wir da jetzt links gleich am Tor lang schwimmen? Wenn er uns nicht vorher schon. Okay, da unten. Ah, nee, der ist offen. Können wir hier irgendwas? Irgendwas entdecken, irgendwas finden oder irgendwas in der Art? Ich meine, wenn wir ein Medipack finden, selbst wenn es nur ein kleines ist, das würde uns so, so viel weiterhelfen. Hinten ist ja der andere, ne? Ja. So, lass mal schauen. Hier geht's noch irgendwo rein. Hier geht's irgendwo hin. Beim... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Alter. Alter, habe ich mich erschrocken. Boah, ich hab so Gänsehaut, ne? Boah, Alter. Wenn ihr gesehen hättet, wie ich gerade zusammengezuckt bin. Es war echt nicht mehr feierlich gerade. Ich habe gerade den Schrecken meines Lebens gehabt. So, so, komm, komm, komm. Ja, das ist der Gang, den wir da auch gerade vorhin schon gesehen haben. Mann, warum ist denn das so verstrickt hier? Wetten, da kommt jetzt wieder einer raus. Nö, zum Glück nicht, okay. Aber ich höre da Steps drin, ne? Also das heißt, da drinnen ist auf jeden Fall auch ein Gegner. Mann, wieso finde ich denn kein Medipack, ey? Das ist doch voll Kacke. Ja, da ist auch schon wieder der nächste. Das ist doch voll kacke, dass es so viele Gegner hier gibt, aber keine Medipacks. Zumindest keine ersichtlichen jetzt. Okay, da ist die Tür, wo wir gerade waren. Meine Hoffnung ist ja jetzt... Ah, ich glaube, hier können wir gar nicht hochlaufen. Das ist, glaube ich, zu steil für uns, ne? Ah, wobei doch, das geht. Aha, da ist auch eine Jade-Figur. Ja, doch. Munition, ja toll. Super viel Munition, ja, das ist echt schön. Aber die bringt uns leider nicht. Kommt der Typ jetzt raus oder nicht? Nee. Puh.
Level Neustart. Ich gucke mal. Ich glaube, wir machen es wirklich von vorne, ne? Das ist wirklich... Es macht einfach keinen Sinn. Es ist viel zu schwer gerade. Wirklich viel zu schwer. Wo ist denn der andere Typ? Oh Gott, Alter. Oh mein Gott, ich habe mich gerade wieder so erschrocken, dass ich gleichzeitig beide R3-Tasten gedrückt habe, R und L-Tasten gedrückt habe, so. So, für den Wow-Wow müssen wir jetzt unsere Pistole nehmen, aber ich glaube, die hat Lara gerade eh schon ausgerüstet. Wir wissen ja immerhin grob, was wir hier zu tun haben. Mann. Aha. Aha. Medipack. Okay, da sind schon wieder gut was abgezogen. Der blöde Sack. Aha. Aber wofür brauchen wir hier Fackeln? Das würde mich mal interessieren. Ich meine, so düster ist es ja jetzt nicht. Boah. Aber ja, es ist, glaube ich, wirklich am sinnvollsten, dass ich das Level jetzt hier neu gestartet habe. Weil sonst wird das hier wirklich nichts. Dann kann ich noch 1000 Versuche probieren, bis ich es schaffe. Ach, Lara. Gut, komm, hier rüber. Ach nein, das war schon wieder zu hoch. Ey, die klettert einfach selber gerade übelst weit hoch. Warte mal. Bin mir nicht mehr sicher. War hier ein Gegner? Ich glaube schon, ne? Oh Gott. Ich habe auch nicht gespeichert. Das war doch gar keine krasse Höhe. Ja, komm. Machen wir es mit der Pistole nochmal. Meine Herren, ey. So. Junge, das ist viel zu viel Leben gewesen. Ja, ich bring mich um. Komm. Ich muss die versuchen rauszulocken. Das Ding ist aber, ich habe Schiss, dass der andere Typ mir in den Rücken schießt. Vom Balkon aus. Ach nein, nein, was habe ich gemacht? Also das Level, ne, das verlangt mir schon ganz schön viel ab, muss ich sagen. Hey, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich neu geladen. Gerrit. Ich will das neu starten. Hä? Level laden, speichern. Warum kann ich denn jetzt nicht mehr, auf einmal nicht mehr? Ich verstehe hier gerade gar nichts. Ich kann das Level einfach nicht neu laden. Mann. Erst wenn ich tot bin, oder was? Ja, komm, erschieß mich. Hat doch alles keinen Zweck. So, Level neu starten, jetzt aber. Ich mach mal einen zweiten Safe-Slot. Ja. Weil den anderen hebe ich mir doch nochmal auf. Ja, er kann mich natürlich anschießen und ich kann ihn nicht anschießen. Das fängt ja schon wieder super an.
So. Das war jetzt mich ein bisschen Leben gekostet, aber noch nicht ganz so viel wie vorhin. Und den Drecksack kann ich ja auch von da oben auch noch erschießen, wenn ich oben am Fenster lunger. Ich hoffe nur, dass Lara dann wieder nicht so blöd ist und einfach an der Markise vorbeispringt. Oder ich zumindest nicht so blöd bin. So, komm, ey, komm. Oh, das war knapp. Noch eins hoch. Noch. Ja, sieht doch gut aus. Ein Schuss, den hebe ich mir erstmal auf. Ach Mann, was mache ich denn da? So, er ist tot. Das ist schon mal gut. Oh, der Schlüssel, ja, stimmt, er hat ja den einen Schlüssel da gehabt. Aha. Mehr hat er nicht, ne? Ne. Mann. Das ist doch wirklich hier zum Ausrasten. So, Schlüssel rein, ja. Mach das Ding da auf. Genau, und jetzt macht die andere Tür da auf. Gott, Lara. Ich wollte eigentlich, dass du da rein bist. Ja komm, das Boot holen wir uns später. Hey, jetzt macht's aber Sachen, ne? Hey, ich will nach unten gucken und nach unten schwimmen. Was macht sie denn da als schon wieder? Versuch mal. Wo kommt er denn her? Wer ist er denn? Warum? Warum kann der mich denn... Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Ich raste gleich aus. Wieso kann er mich denn durch das Podest da erschießen? Oh. Also das Level, ne? Das kotzt mich ja jetzt schon an. Komm her, du blöder Dreckshund. Also jetzt bin ich stinksauer, ne? Ja, halt's Maul da oben. Puh. So. Jetzt gehe ich wieder hier hinten hoch. So, noch kein Leben verloren, das ist schon mal gut. Aha. Und wir wählen gleich die Pistole aus, weil die Pumpgun heben wir uns auf. Komm, jetzt. Ich speichere gleich, Aha. Wenn ich mir den Schlüssel von dem anderen Drecksack da geholt habe. Das mache ich auf jeden Fall. Sonst wird das hier ja gar nichts. Wir sind schon 13 Minuten in der Folge und ich habe noch nichts geschafft. Och Mann. Ja, und die Lara trägt auch viel dazu bei, muss ich gerade ehrlich sagen. Jetzt komm. Mach die Luke auf. Ich hoffe, ich falle jetzt auch danach nicht wieder runter. Natürlich.
Natürlich habe ich kein Leben mehr, jetzt großartig. Wie soll's auch anders sein? Bitte, bitte lass mir einfach dieses Level schnell und ohne großartige Komplikationen jetzt abschließen. Mann. Das war, also was mich auch hier gerade noch mehr nervt, ist, dass man hier jedes Mal diese scheiß Luken auf und zu machen muss. Das kostet so viel Zeit. Nee. Komm jetzt, du alte Hexe, ey. Vor allem, wir müssen ja gleich nochmal hier hoch. Das ist ja das noch Schlimmere. Gib mir den Schlüssel. Aha. So, jetzt erstmal speichern. Jetzt, wenn ich jetzt geladen hätte, dann hätte ich, glaube ich, die Aufnahme beendet. Ganz ehrlich. Das wäre mir dann schon zu viel gewesen. Dachte ich mir, ja cool, Alter, jetzt bin ich schon so weit gekommen, jetzt werde ich auch gleich das Level abschließen. Also den Bereich hier abschließen, ohne Leben verloren zu haben. Pustekuchen. Pustekuchen, sag ich nur. So. Aber jetzt kommt der Drecksack gleich wie irgendwie da runter. Kriegt die Lara erstmal jetzt hier lang. Sagen, was hält denn der Drecksack aus, ey? Aha. Aha, aha. Tiger. Was war denn eigentlich in dem Raum da oben nochmal? Das habe ich schon komplett vergessen. Weil ich vor Wut einfach gerade mein Kurzzeitgedächtnis nicht mehr anstrengen kann. Lara, bitte bring mich nicht dazu, auszurasten. So, wir wählen erstmal die Automatikpistolen aus. Ich ja, wie gesagt, nicht mehr weiß. Was uns hier erwartet, so. Der Hebel hat ja, glaube ich, diese eine Tür da hinten aufgemacht, ne? Genau. Da war ja dann Schlüssel, wenn ich mich nicht täusche. Kann ich eigentlich... Die Dinger kann ich nicht kaputt schieben. Ich speichere eben mal. Weil ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich rüberspringen kann mit Anlauf. Aber ja, müsste eigentlich gewesen sein. Genau. Ja genau, das war ja der Raum für den Hebel da. Der unter mir die Tür aufgemacht hat. Genau, so war es ja. Und da fahren wir jetzt mit dem Boot rein, ne? Keine Sorge, du gehst schon nicht drauf. Ach, ey, Lara. Was macht sie denn für Sachen hier als... Ich weiß halt nicht, wie man, wenn man im Wasser ist, wie man ins Boot steigt. Das weiß ich leider nicht. Also es könnte auch sein, dass das Boot jetzt futsch ist. Ah, okay. So, hier waren ja die Mäuschen, ne?
Hey. So, die haben wir auf jeden Fall schon mal kalt gemacht. Genau, von da oben kam. Ja, ich weiß aber nicht mehr, ob da oben auch noch was war. Muss ich mir mal kurz. Ach ja, genau. Ist das? Aber in der alten Grafik ist es hier arschdunkel. Aha. Eine silberne Figur? Okay. Eine grüne? Dann. Ach, das stimmt. In der letzten Folge bin ich ja da so halb vorbeigesprungen. Weil ich zu weit gesprungen bin, dann habe ich den Bereich ja sozusagen übersprungen. So. Genau, da drüben musste ich ja hin. Da war ja auch noch dieser eine Kerl. Oh. Mit dem letzten Schuss. Aha. Aha. Ach, weißt du was? Vielleicht muss ich das Boot da reinmachen. Weil dann ist ja die Schleuse sozusagen hier zu und das Ding geht hoch. Ich glaube, das ist Sinn der Sache. Ich muss wahrscheinlich auch später mit dem Boot flüchten aus der Map. Und dafür werde ich das Boot wahrscheinlich brauchen. Ich glaube, macht Sinn, wenn ich das Boot da reinfahre. Wenn man dann fahren könnte. Übrigens einen Hebel sehe ich gerade. Ah! Den Hebel betätige ich wahrscheinlich dann später. Um die Schleuse wieder zu öffnen. Oder? Ist das richtig? Liege ich da richtig? Denke schon. Oh, warte, da lag doch noch was. Habe ich ganz vergessen. Shotgun-Munition. Aha. Ach so. 40, 3. Ah, komm. Ich speichere erstmal. Sicher, sicher. Genau, jetzt ist unser Boot nämlich oben. Frage ist jetzt. Der Hebel hier. Macht er jetzt wirklich? Oder macht er die andere Schneise da auf? Oh yes. Ja, ach, die andere. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Das ist gut zu wissen. Muss ich nur noch es hinkriegen, mit dem Boot da richtig oder ins Boot reinzuspringen. Was ich gerade irgendwie nicht hinkriege. Weil ich mich zu dumm anstelle. Den Sack hier kalt. So. Aha. Arschgesicht Nummer 1 ist kalt. Dieser andere Typ raus, ne? So, was hat er? Aha. Medipack. Aha. Knabbert die eine Maus da an mir dran. Okay, was macht das hier? Okay, das hat mir eine Tür geöffnet, was auch immer eine Tür war. Ich hab grad Steps gehört, oder? Habt ihr auch gehört? So, wir fahren jetzt noch aber einmal hinten rum.
weil ich will wissen, was da hinten nochmal war. Außer der eine Kerl. Das hier was? Ne, bringt mir nichts, ne? So, okay. Wow! Oh mein Gott, ich bin gleich wieder weg vom Fenster. Aua! Boah, echt jetzt? Das ist assi, ey. Das ist wirklich assi. So, wo war ich denn jetzt? Nein! Ich war so weit weg. Mist. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, ja. Ich vergaß, dass ich öfter speichern sollte. Aber wir kriegen das noch hin. Das wird schon noch. Das wird schon noch. Das ist zu nah dran. Ich könnte das ja natürlich bestimmt ohne Boot. Also ohne das Boot jetzt hier irgendwie versuchen abzuschließen. Oder das meist halt erledigen. Aber ganz ehrlich, kein Bock. Ja, kommt er denn her da hinten? Ich nehme jetzt erstmal die Shotgun. Für den Drecksack da hinten. Oder für die beiden Drecksäcke, sag ich mal. Mann. Ich speichere nochmal. Ne, ich speichere erst, wenn ich hier oben bin. Hey. Macht, glaube ich, mehr Sinn, dass ich da speichere. Ach Mann, Lara, mach doch. So, jetzt wird erstmal gespeichert und nicht geladen, bitte. So, geht doch. So, was hat er anzubieten? Nichts, hä? Ah doch, hat er was? Aha. Medipack, ein großes sogar. Das ist schön. 40 Schuss für den anderen Sack da. Ein Schlüssel. Danke. Aha. Wahrscheinlich für diese Tür. Aber erstmal speichern. Wichtig. Nicht, dass ich hier gleich überrascht werde. Stählerner Schlüssel. Ach, da unten ist eine Luke, okay. So, das macht jetzt was hier? Aha, das ist eine Schneise. Das Ding ist wahrscheinlich... Wahrscheinlich geht das Ding aber auch mit der Zeit zu jetzt, ne? Also ich denke mal nicht, dass das von Dauer ist. Finde ich cool, dass die Gegner jetzt auf jeden Fall immer irgendwas droppen. Das ist wirklich nice. Oh nein, nein, er macht mich kalt. Ah, okay, doch nicht. Das kann ich jetzt gut gebrauchen. So, Munition nochmal. Aha. Okay, hier brauche ich einen Schlüssel. Den habe ich nicht. Frage ist, wo finde ich den? Hä? Ah! Ich muss irgendwo einen Schlüssel finden, damit ich dann
da reinkomme, was mir wiederum dann hier diese Schneise aufmacht. I see, I see. Kann ich Boot hier kaputt machen? Geht, glaube ich, nicht, ne? Warte mal, ich nehme mal meine normalen Pistolen. Aber ne, das geht scheinbar nicht so, wie ich mir denke. Hey, wie ich es mir jetzt gedacht habe oder denke. Was da, wenn ich da mit Speed gegenfahre? Aber das hat schon wahrscheinlich seinen Sinn. Ah doch, das geht. Ja, das ist cool. Das ist gut zu wissen. Glaub mal aber nichts, die Boote, ne? Ich hoffe es zumindest, dass ich jetzt hier nichts übersehe. Ah, warte mal, der hat doch auch einen Schlüssel gedroppt. Oder? Nee. Aber irgendeiner hat mal einen Schlüssel gedroppt, das weiß ich noch. Schneise. So, komm, raus hier. Für die Mäuse da drinnen nehmen wir die Pistole. So, mehr war hier nicht, ne? Boah, das ist, das ist wirklich super dunkel hier. Also da macht das vielleicht schon Sinn, dass es hier Fackeln gibt. Okay, ich kann zwar die Boote kaputt machen. Aber warte mal. Kann ich? Darf ich da hochzuspringen? Achso, das ist ja da, wo ich vorhin auch schon mal war. Aber ja. Aha. ...227 Schuss. Das schmeckt. Aber... ich komme hier trotzdem hier nicht durch, wegen diesem Zaun. Der Zaun behindert mich ja. Ja, und das Boot hat mich auch gerade behindert. Dass ich in mein eigenes Boot reinspringe. Ah, ich dachte schon. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Hat eine kurze Unterbrechung. Okay, das ist wohl wahrscheinlich der Raum, den wir da vorhin geöffnet haben. Ich speichere erstmal kurz. Ich weiß, was mich jetzt hier erwartet. Ich höre Steps. Jetzt ist die Tür natürlich zugegangen. Ach ja, wir hatten ja die Maschinenpistole da ausgewählt. Weh, der schießt mich jetzt ab. Okay, der hat nur einen Baseballschläger. Dann geht's ja. Schloch. Hier noch mehr Gegner? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Tür da öffne. Aha. Sackgesicht. Das ist der erste Gegner, der mir keine Sachen droppt. Armer Bursche. Ganz armer Bursche. Okay, wir haben Schlüssel. Aber
uns mit dem anlegen? Müssen wir ja, ne, eigentlich. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt. Aber. So, was hat er? Munition. Aha. Hier, die Tür ist jetzt zugegangen. Und wir haben hier einen Hebel oder eine Taste. Aha. Er hat uns dieses Minenfeld da aufgemacht. Hä? Verstehe ich absolut nicht. Wahrscheinlich auf Zeit. Oder? Ja, ist jetzt bestimmt zu. Die Glocken haben aufgehört zu läuten. Deswegen gibt es auch bestimmt da diesen Shortcut, den wir jetzt gleich erst aufmachen werden. Zu, ne? Ich will jetzt mal was probieren. Das muss ich mir jetzt einmal anschauen. Herr Wem hat's gemacht. Die Frage ist, warte mal. Kann ich, während das Boot fährt, mit Lara rausspringen? Tatsächlich. Dafür ist auch das zweite Boot dann da, hä? Na, siehst du. Also es ergibt schon alles irgendwo seinen Sinn. Na gut, dann machen wir die Tür hier auf. Um die andere Schneise da aufzumachen. Dann geht's ans Eingemachte. Boah, was? Assi. Aha. Hier im Bilderbuch steht. So, komm, mach dieses Ding da auf. Wunderbar, Lara, das hast du schön gemacht. Endlich kann ich dich auch mal wieder loben. Was jetzt hier richtig krass wäre, ist, wenn das Ding gleich wieder aufgeht. Ich dachte, das hört sich gerade so an, als ob das Ding wieder Zugang ist. Ist das vielleicht schlauer? Wenn wir das so machen? Könnte sein, ne? Kann sie hier hochklettern? Kann sie nicht. Wenn wir das so machen. Man kann mit dem Boot wahrscheinlich, wenn man schnell genug ist. Ja, Mann. Wenn man schnell genug ist, kann man hier durchfliegen. Alter, das ist ja wie im Film. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Passt auf. Dazu machen wir aber erstmal die Boote hier kaputt. Lass das mal in der alten Grafik machen. Oh, Lara, hallo? Boah, ist das düster, ey. Ich verstehe das Ganze jetzt. Und das ist auch die Sprungschanze für uns.
So, komm, kletter da hoch. Wir speichern eben. Boah, das ist so ein anderes Menü. Das ist krass. So. Okay, meine Taktik ist nicht aufgegangen. Wir laden neu. Hätte ja klappen können. Hätte wirklich klappen können, aber ich weiß nicht. Ich hab gedacht, vielleicht geht das wirklich so. Aber scheinbar nicht. Oder das Boot, was wir hier haben, ist langsamer als das andere, was wir vorhin gefunden haben. Das kann natürlich auch sein. Kann alles sein. Einfach zu. Hä? Verstehe ich nicht. Das Ding ist, ich muss hier rangieren, ne? Das kostet mich schon so viel Zeit. Das Ding, was jetzt sein könnte, ist, dass ich vielleicht hier gleich rechts fahren muss. Vielleicht ist das schneller. Was ich aber glaube ich nicht glaube. Aber es, man weiß nicht. Wir werden es jetzt herausfinden. Ne, sobald wir hier sind, ist Sabbat. Ah, schwerer als ich gedacht hätte. Warte mal, müssen wir das Boot vielleicht... Aha. Wenn man X gedrückt hält, dann kriegt man Boost. Okay, also macht das doch Sinn. So, jetzt. Jetzt wird das. Jetzt wird's. Nein, das war schon mal nix. Weil ich natürlich während diese Animation da war, falsch stand. Warte, wenn ich. So. Jawohl, na endlich. Ich habe sogar alle drei bekommen, ne? Alle drei gefundenen Geheimnisse. Fundstücke 30 vor 30, Kills 24. Geil. Der benötigte Zeit ist nicht ganz richtig, weil ich war ja im Pausemenü. Also wenn das mit dazu zählt, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber okay, ich würde sagen, schaltet doch unbedingt in der nächsten Folge ein, wenn ihr sehen wollt, was in der nächsten Folge passiert. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.